So, guten Morgen oder wann auch immer ihr das anschaut. Heute möchte ich mal über Konsistenz reden. Ihr seht ja schon an dem Hintergrund, könnt ihr euch wahrscheinlich den Grund denken, warum ich in letzter Zeit ein bisschen inkonsistent mit den Videos war. Weil ich viel unterwegs war. Ich bin ja von dem ersten Seminar, bin ich zurückgekommen, einen Tag zu Hause gewesen, am nächsten Tag musste ich um 3 Uhr aufstehen zum Flughafen und dann hierher. Ja? Und dann gestern hat es dann natürlich auch nicht geklappt mit dem Video. Lag daran, dass anstatt, dass ich gelaufen bin zum Haus, bin ich abgeholt worden von meiner Frau und meinem Sohn. Und da konnte ich dann schwer Nein sagen. Ich wollte nämlich eigentlich auf dem Weg, da laufe ich schön am Strand lang, da wollte ich das Video drehen. Aber wie gesagt, da ist das Leben mal wieder dazwischen gekommen. So, jetzt aber zurück zur Konsistenz. Ich nehme als Beispiel gerade das Frühaufstehen, Duschen und so weiter. Ja? Das ist ja so mein Ding, was ich so ein bisschen mache. Und wenn ich zu Hause bin, klappt das alles wunderbar. Meistens zumindest. Eigentlich fast immer. Aber sobald man dann irgendwie unterwegs ist, verreist oder auf Seminare geht, dann ändert sich ja alles. Ja, da ändert sich dann die Location, da ist die Frage, wie ist es da mit dem Duschen? Dann kommt es darauf an, wann musst du denn morgens anfangen, dementsprechend, wie viel früher müsstest du denn aufstehen, dass du alles erledigen kannst und zu welcher Zeit müsstest du dann eben auch ins Bett gehen, weil man kann halt nicht immer nur früh aufstehen, wenn man immer später ins Bett geht. Ja, da ist man auch nicht leistungsfähig und dann bringt das Ganze nicht das, warum man es eigentlich machen soll. Zumindest nicht langfristig. So, da gibt es aber jetzt verschiedene Philosophien dazu. Und die eine, das ist so die Hardcore-Variante, sage ich mal, würde ich mal ganz extrem Wes Watson einordnen. Wer Wes Watson nicht kennt, kann mal googeln oder auf YouTube suchen, hat einen eigenen Kanal. Wes Watson, ich glaube GP Penitentiary oder sowas. Ehemaliger Knasti, war 10 Jahre im Knast und ist jetzt auch Coach für Fitness und Mindset und alles Mögliche. Ha? Ich finde den Typen super, ja, weil er sagt Leuten im Prinzip, ihr sollt keine Pussys sein und euch nicht so anstellen, sondern einfach mal Sachen machen. Ja, ganz grob gesprochen. Und das in der entsprechenden Tonlage und Wortwahl. Knastmäßig halt. Ja, also ich kann damit gut umgehen. Ich höre mir den auch gerne morgens an, um mich zu motivieren für den Tag oder für mein morgendliches Programm. Aber seine Aussage ist im Prinzip, er steht um 2.45 Uhr auf und das jetzt mittlerweile seit 13 Jahren. Ja, 10 Jahre davon war er im Knast, da hat es angefangen und dann hat er das beibehalten. Und er ist einer von den ganz Extremen, die sagen, sie werden nie, und er meint das wörtlich, diese 2.45 Uhr Aufstehzeit verpassen, beziehungsweise ihr Training danach, beziehungsweise ihr Morgenvideo, das sie posten und so weiter. Ja, und danach kann man sich dann mal ausrichten. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass das für mich so nicht durchführbar ist. Ja? Jetzt muss man dazu sagen, seine Aufstehzeit von 2.45 Uhr, ja, das ist jetzt individuell. Er sagt nicht, das soll jeder 2.45 Uhr machen. Das war einfach so. Im Gefängnis war irgendwie Roll Call, also wo durchgezählt worden ist, 4 Uhr morgens. Das heißt, wenn er um 2.45 Uhr aufsteht, hat er auch nur 1 Stunde 15 Minuten, um zu trainieren, sich zu waschen danach und sein Bett zu machen. Ja, also er steht nicht so viel früher auf, als er sowieso hätte aufstehen müssen. Ja, ist was anderes bei jemandem, der halt erst um 7 Uhr aufstehen muss, weil da vielleicht die Familie aufsteht. Wenn der 1/4 Stunde früher aufsteht, dann ist das gerade mal 5.45 Uhr. Ja. Hört sich jetzt dann schon weit weniger dramatisch an. Aber auch das erstmal 13 Jahre durchzuhalten, ja, ist schon hart. Man muss ja sehen, man wird ja vielleicht mal krank oder man hat mal vielleicht irgendwie einen wichtigen Termin abends, der sich lange hinzieht, weil man dann noch ein bisschen sozial sein muss zum Netzwerken oder was. Ja, da muss man gar nicht viel trinken oder überhaupt nichts trinken. Aber wenn das Ding halt mal bis 2 Uhr geht und du dann um 4 Uhr wieder aufstehen willst oder 5, ja, dann ist das schon schwierig. Oder du bist mal krank, fühlt sich nicht so gut. Ja, da kann es schon auch schon schwierig werden. Oder du reist mal, ja? Und bei längeren Reisen, da kann es ja durchaus sein, dass du mal, keine Ahnung, zum Beispiel wenn du nach Japan fliegst, ne? Da fliegst du mal entspannte 15 Stunden bis 20, je nachdem wie dein Overlay ist,
Ja, und dann stehst du mal da um 3 Uhr auf oder um 4 Uhr und fängst dann an, Sport zu machen und ein Video zu posten. Wie soll denn das gehen? Du sitzt im Flieger. Ja? Er verreist nicht groß, also der bleibt da in San Diego. Deswegen hat er das Problem vielleicht auch noch nicht erkannt. Aber wenn man so super radikal ist und sagt, also ich bin ein hundertprozentiger und ich werde niemals irgendwie irgendwas von meinem Programm praktisch verschieben oder nicht durchführen, weil ich so hart bin, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Zumindest wenn man ein normales Leben hat, ja, in dem man halt auch mal irgendwo hinfahren, fliegen oder sonst was muss. Deswegen bin ich eher die softere Variante. Ja? Ich sage einfach so, Rückschläge wird es immer geben. Niemand ist perfekt. Ja? Dieser Perfektionismus, der macht euch im Prinzip nur kaputt, weil der nicht erreichbar ist. Das heißt, ihr setzt euch ein Ziel und werdet das immer wieder mal nicht erreichen. Und für den Perfektionisten ist das eine Katastrophe. Für jemanden, der eher realistisch ist, wie ich, dann ist es halt ein Rückschlag. Ja? Und manchmal wähle ich sowas dann auch bewusst, weil ich sage, jetzt heute nochmal 2 Stunden früher aufstehen, das bringt mir langfristig für mich selber und für meine Leistung über den Tag oder die nächsten Tage weniger, als wenn ich sage, ich schlafe jetzt mal bewusst 2 Stunden länger, lasse mein Morgenzeugs zum Teil ausfallen und bin dafür den Rest des Tages funktionsfähig. Ja? Da muss man Prioritäten setzen. Und die Priorität ist nicht immer das Morgenprogramm. Sollte jetzt natürlich nicht so weit gehen, dass man sagt, naja, das Morgenprogramm ist irgendwie optional und ich mache das eigentlich nur, wenn ich mich gut fühle und sowieso schon 2 Stunden früher aufwache und nicht mehr schlafen kann. Ja, das ist dann das gegenteilige Lager, das ich auch das halte ich dann auch für zu weich und zu entspannt. Ja, weil man sich da im Prinzip eine permanente Ausrede gibt, zu versagen. Sucht euch also eine Einstellung aus, die euch fordert, ja, ich stehe auch die meisten Tage auf, obwohl ich es nicht will. Und das soll es ja auch sein. Ja, man soll seinen inneren Schweinehund morgens schon einmal besiegen, dass er mit einem Sieg aufsteht. Wenn ich nur aufstehe, weil ich sowieso schon aufgewacht bin und nicht mehr schlafen kann, dann ist das ja dann ist das ja nichts, was ich vollbracht habe. Ja? Andererseits eben, ihr könnt euch gerne vornehmen, das mache ich ja auch, ich nehme mir auch vor, euch jeden Morgen so ein Morgenvideo zu posten. Ich mache ja deswegen auch schon die technischen Voraussetzungen, habe ich ja schon minimiert. Ja, ich kann es mit der Handykamera machen und mit dem Rode-Mic. Ich brauche kein Studio dazu, nix. Ich kann sogar alles schneiden und absenden übers Handy. Ja, falls ich mal irgendwo kein WLAN habe oder auch mein Laptop nicht da habe, geht das trotzdem mit dem Handy. Ja, habe ich auf dem Seminar gemacht jetzt vor ein paar Tagen. Aber auch da ist es eben mal so, dass ich dann auf einmal erst um 1 Uhr morgens ins Bett gegangen bin, weil ich mich mit den anderen Seminarteilnehmern unterhalten habe, die ja auch wegen mir da waren. Und da kann ich dann nicht sagen, also kann ich schon, aber das mache ich dann nicht, da setze ich Prioritäten. Ich hätte sagen können, ja, ich gehe um 9 Uhr ins Bett, damit ich morgen früh aufstehen kann und hier das Video machen kann. War aber dann bis zum mehr oder weniger Schluss da. Und dann stehe ich natürlich nicht morgens um 4 auf, ne, wenn ich erst um 1 ins Bett gekommen bin und dann noch einen kompletten Tag unterrichten muss. Ist ja auch Schwachsinn. Ja. Sondern dann habe ich halt gedacht, okay, vielleicht kann ich es irgendwo zwischen reinschieben oder danach machen. Aber keine Chance. Ne. Ich bin dann auch wegen Stau und allem erst irgendwann nachts, also wirklich nachts, ich glaube um 11 oder so, zu Hause gewesen. Und musste am nächsten Tag morgens um 4.30 Uhr aufgestanden. Ne. Musste dann auch arbeiten und so. Und dann zieht sich das so hin. Ne? Da kann man mal einen Tag so mit ein bisschen Schlafentzug, hält man dann durch. Aber dann kann ich am nächsten Tag, wenn mein Flug halt um 6 Uhr geht oder so und ich um 3 Uhr aufstehen muss, kann ich da nicht nochmal 2 Stunden früher aufstehen, weil dann komme ich nämlich gar nicht mehr ins Bett. Also, man muss solche Sachen einfach mit einkalkulieren. Ja? Und da muss man einfach sagen, okay, heute ist praktisch wie im Training auch Rest Day, ja? Ein Erholungstag. Und dafür kann man beim nächsten Mal dann wieder voll angreifen. Und das habe ich jetzt heute getan. Ja. Es ist aber auch Mittag geworden, weil ich auch gesagt habe, ich muss jetzt mal einen Tag ausschlafen. Ansonsten kommt auch nichts Vernünftiges dabei raus, wenn ich mit euch rede. So, ich hoffe, das Ausschlafen hat geholfen und das war wenigstens so vernünftig, dass ihr ein bisschen was
damit anfangen konntet. Tut mir leid wegen der Sonnenbrille. Ich finde das auch immer ein bisschen assi, ja, wenn man einem nicht in die Augen schauen kann, wenn man redet. Aber ihr seht, wie hell es ist. Ich habe auch tatsächlich andere Stellen gesucht, vielleicht was mit Schatten, habe hier aber nichts gefunden. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir die Sonnenbrille. Vielleicht finde ich für morgen einen besseren Platz. Ich gehe mal gucken. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns morgen. Bis dann.